Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller, zweites FIFA 17 Fatal Totzrühnchen. Was ihr in der ersten Folge für einen Abriss gefeiert habt, also... Alter Falter, Freunde, über 13.000 fucking Likes auf dieses Video, über 11.000 Kommentare in den Kommentaren. Ich bin überwältigt. Ja. Auch wenn wir hier mit Abstand der schwächste Part, was das Gameplay angeht, in dem Turnier sind, wir sind mit Abstand nicht die Schwächsten, was die Community angeht. Muss man hier ganz klar festhalten, Freunde. Chapeau an euch. Baller übelst. Support ist da und ich hoffe, der bleibt da. Denn wie gesagt, ich brauche ihn definitiv. Zusammen können wir hier für die ein oder andere Überraschung, denke ich, sorgen. 10.000 Likes, Freunde, werden wieder absolut fucking awesome, ja. So macht das Ganze richtig Spaß. Und ihr seid gespannt, welches Paar wir genommen haben, ja. Es war sehr, sehr ausgeglichen, was mir aber auch klar war. Ich sage euch ganz ehrlich, mir war es komplett egal, welches Paar ihr nehmt, ja. Perisic und Mertens wären mein Main-Team oder meine Main-Team-Offensive gewesen mit Dybala. Aguero, Dybala, Kevin De Bruyne und Aguero. Regie, was soll der Quatsch hier? Man weiß es nicht. De Bruyne und Aguero, mit denen habe ich angefangen zu zocken, ja, hätte ich auch wieder Bock gehabt. Am Ende haben es dann die beiden gemacht, ja. Kevin De Bruyne und Serge Kuhn, Aguero, die Man of the Match-Karte ist es, meine ich. Ich habe, wie gesagt, in den Kommentaren ja Paar 1, Paar 2 reingehauen. Paar 2 hat 767 Stimmen zum aktuellen Zeitpunkt und Paar 1 1121. Es waren noch sehr, sehr viele Kommentare drin mit Paar 1, Paar 2. Ich habe die genommen, die, glaube ich, ab 30 Likes. Die Kommentare habe ich noch mit einfließen lassen. Das hat den Kohl aber auch nicht mehr fett gemacht am Ende. Ich kann nicht 11.000 einzelne Kommentare durchgehen, Freunde. Und deswegen sind wir bei dem Paar hier. Ich denke, das ist... die etwas spektakulärere Lösung. Ob es hinten raus genauso spektakulär wird, werden wir sehen. Das Ganze wäre natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Dybala hat jetzt 8 Chemie, De Bruyne 6 und unser ZM ebenfalls nur 8. Wird natürlich die ersten Spiele nur so sein. Ob wir jetzt nochmal so eine Folge haben wie die erste, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bei aller Liebe nicht. Auch wenn unser Sturm stärker geworden ist. Aber wie gesagt, die Chemie ist halt dann nicht so da und wir werden auch stärkere Gegner bekommen. Gar keine Frage. Ich würde sagen, wir verlieren hier überhaupt nicht viel Zeit. Alle Teilnehmer zu Fällen sind unten drin in der Videobeschreibung, genauso wie der Designer. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier einen beschissenen Gegner finden. Klare Sache. Und es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du mir kein Gegner gibst. Was soll die Scheiße hier? Nein, das hältst du nicht Schnauze! Kein Gegner gefunden, bitte die Suche später wiederholen. Ich muss jetzt aufnehmen. Und nicht später, Kollegen. Freunde, wir schreiben 17.11 Uhr. Ich bin hier seit 40 Minuten zugange, um hier mal ein Team zu finden, was 100 Chemie hat. Das ist ja nicht normal. Alter Schwede. Ja, wir müssen wir schlagen. Ja, da brauche ich nichts drüber zu sagen. Mann, Alter, das ist echt anstrengend. Das ist echt anstrengend, Freunde. Puh. Stark. Nein! Komm. Komm, die kommt gut! Yes, Mann! 1:0 in der 8. Minute, Freunde. Herrliche Flanke. Was ist jetzt los? Mach mich nicht schwach hier. Der geht doch raus. Das rieche ich doch jetzt schon. Der geht doch raus. Das rieche ich doch. Eins zu null, Dybala, Freunde. 50.000. Guter Start. Aber jetzt nicht nachlassen hier. Nein, nein, nicht so. Nicht so, Alter. Was soll so eine Scheiße da immer? Boah, da haben wir richtig Glück gehabt. Komm, Bissi, du kannst Zucker flanken. Dann machen wir es nochmal. Dann machen wir es nochmal, Mann! Diesmal nicht Dybala. Wer ist das denn? Thomas Müller oder was? Ich dachte, es Aguero wäre das. Überragend gemacht, Freunde. Überragend gemacht. Oh, der Ignacio Fernandez, der unser zentraler Mittelfeldspieler, der genau mittig steht. Kann er also auch Tore? 80.000, Freunde.
Ich hoffe, ihr seht, ich habe so ein paar Animationen jetzt drin. Ich hoffe, das ist okay so. Ja, weil mehr kann ich nicht, muss ich hier an der Stelle sagen. Den Ball her hier. Da ist er durch. Komm, hol dir dein Tor ab da. Hol dir dein Tor auch noch ab, Agüero. Unsere Neuverpflichtung. Ja, da war die Kombination schon. De Bruyne und Agüero. Und genau deswegen finde ich dieses Duo so stark. Einmal zack, zack. Und De Bruyne ist nicht auf voller Chemie, Freunde. Das merkt man. Das merkt man auf jeden Fall. Und diese Bälle kann er trotzdem spielen. Und Agüero, ich bleib dabei. Damit haben wir uns einen sehr, sehr großen Gefallen getan. Definitiv. Und jetzt geht er raus. Erste Halbzeit, das wäre überragend. Geh raus. Geh raus. Geh raus, das wäre überragend. Geh raus, das wäre überragend. Geh raus, das wäre überragend. Geh raus, das wäre überragend! Mann! Damit Ragequit in der ersten Hälfte 100.000 obendrauf. 110 haben wir uns bis dato gespielt. Wir sind schon wieder bei 210 fucking 1000, Freunde. Nice! Meine Güte! Und jetzt bitte nicht wieder 40 Minuten warten, bis ich das nächste Spiel spielen kann, weil dann kriege ich hier Sprühstuhl und alles. Weil das ist wirklich sehr, sehr nervig. Aber wir sind aktuell, wir haben mega, mega Glück. Ich bin gespannt, was das zweite Spiel zeigt. Aber unser Sturm, der läuft. Ja, ihr seht es auch hier, sind wir alle die beste Bewertung. BC mit zwei Zuckerflanken. Ja. Es läuft rund, Freunde. Und jetzt gehen wir, wir verlieren nicht viel Zeit und gehen ins nächste Spiel. Und ich glaube es nicht. Wir haben wirklich tatsächlich im Anschluss jemand mit 100 Chemie gefunden. Das Team ist ja nicht ohne. Eigentlich fast full Brasilien. Ja, bis auf Callejon halt. Das ist nicht ohne, gerade vorne. Komm, geh ab. Ah! Hol ihn dir. Aufstehen. Der Bräune, Junge. Ah! Wieder nach 3 Minuten abseits, ey. Fuck. Die ersten Minuten, das sind immer unsere Minuten. Direkt auf Düva, komm. Boah. Wer ist das denn da, Alter? Perez, ey. Stark gemacht. Stark zurückgeholt und jetzt flach rein. Oder hoch, habe ich nicht gedrückt, aber mach was du willst halt, Spieler. Dieser dreckige Hund. Da habe ich ihn auf der Linie, da wechselt er extra den Spieler, damit er von der Linie weggeht. Weil diese Animation soll, verstehe ich sowieso nicht. Wenn ich da einen hinstelle, hat er schon seinen Grund. Ja, und genau da schlägt es ein. Schön geschossenes Ding, ne? Aber nicht verdient zum aktuellen Zeitpunkt. Stark. Dann so eine Scheiße, geh! Hallo? Das ist die größte Frechheit, die ich jemals in diesem Spiel erlebt habe. Was zum Teufel? Ich konnte nicht zum Ball. Der Ball ist im Tor. Es steht immer noch 1:0 für den Gegner, der nur einen verfickten Freistoß hatte. Also, was ist das denn? Schon viel, ja, wir schon viel erlebt, Freunde, aber das übertrifft jetzt hier so einiges. Wenn wir hier den Robert Holzer am Pfeifen hier wahrscheinlich, wa? Bärenstark, Opara. Boah. Geh ab, Junge, geh ab. Abstauber, wie am Ende egal, Agüero hätte ihn eigentlich schon machen müssen. De Bruyne hier mit dem wichtigen und längst überfälligen Ausgleich. Oh, noch ein bisschen reingezittert, die Pille hier. Somit sind wir bei Stand 0. Ja. Belastend. Jetzt aber, Junge, jetzt geh. Ach Gott, zu weit vorne. Oh! Was war das denn? Das ist so ein skurriles Spiel. Ah, okay, der Ball war hinter der Linie. So ein skurriles Spiel, das gibt's gar nicht. Ja, und damit ist das Spiel vorbei, Freunde. Ja, also sehr, 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 sehr skurril. Uns wurde ein Tor geklaut.
Das regt mich übelst auf. Ja, uns wurde eine Kiste geklaut. Ob es als Eigentor gewertet wird oder nicht, spielt mir keine Rolle. Ja, aber es wären 30.000 mehr gewesen. Jetzt holen wir in dem Spiel hier nur 30.000 Münzen. Tja. Unglücklich gelaufen, würde ich mal sagen. Also da können wir uns bei unserer ersten Partie bedanken, damit wir überhaupt ein paar Münzen haben. Ja, ich suche mir mal eben zwei Pärchen aus in dem Falle und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Einzige Chance von der Bratwurst, so ehrlich. That escalated quickly. So, Freunde, ich habe mir jetzt zwei Paare rausgesucht. Augenmerk hierauf ist es, Dybala auf Full Camp zu bekommen. Ja, eigentlich De Bruyne. Aber De Bruyne oder so müssen wir in der nächsten Folge. Da möchte ich ein bisschen mehr Münzen haben für die Entscheidung im Mittelfeld. Ja, wenn wir das irgendwann nicht bekommen, ja, dann ist es Worst Case. Aber ich gehe jetzt hier mit dem zentralen Mittelfeldspieler hinter Dybala, also den linken in dem Falle, und dem linken Verteidiger. Und da habe ich folgende zwei Paare für euch zur Auswahl. Erste Paar, Sami Khedira, die Totzkarte, meine Jungs. Juventus Turin, somit haben wir den grünen Link da. Und hinten raus gehen wir dann mit dem linken Verteidiger, mit dem 86er Inform Alexandro. Ist ein sehr, sehr, ja, das Paar ist sehr, sehr Mainstream. In der Fall also sehr, sehr unspektakulär. Nichtsdestotrotz ist es okay, finde ich. Ja, also damit könnte ich mich auch anfreunden. Das zweite Paar allerdings, muss ich sagen, da gehen wir ein bisschen Richtung Copacabana. Ja, also wir sind hier die Paradiesvögel in diesem Cup. Und das möchte ich auch irgendwo in dem Team ein bisschen ausstrahlen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Paar 2 ebenfalls. Und zwar habe ich hier Veron. Ja, die Legende Juan Sebastian Veron. Somit haben wir auch den Grünling vorne zu Dybala. Und Dybala ist auf Full Cam. Und wir haben mehr Entscheidungsfreiheit im Mittelfeld dadurch. Und als linker Verteidiger Tagliafico. Ja, überragende Werte hat dieser Junge. Ja, also die Stats sind sensationell. Pace-lastig, nicht zu wenig. Und werten die Seite safe. Ja, also linker Verteidiger, zentral. Diese komplette linke Seite wäre safe, was die Chemie angeht. Ja, Paar 1, die unspektakuläre Variante. Ja, aber dennoch gut. Und wir hätten eine weitere Totzkarte im Team, was auch nicht verkehrt ist. Alexandro ist eine Monster-Linksverteidiger-Karte, dazu brauche ich nichts sagen. Oder aber das Paradiesvogel, Set, wo ich auch kein Geheimnis draus mache, das wäre mir lieber in dem Falle. Aber ihr entscheidet mit, Freunde, in die Kommentare, Paar 1 oder Paar 2, ich werde es wieder gepostet haben. Einfach hochliken die jeweiligen Sachen und ja, dann hoffe ich, seid ihr zufrieden. Wir hatten 240.000 Budget oder irgendwie sowas, ja. Ich konnte leider nicht den Man of the Match Sandro nehmen, weil dafür hat uns genau ein Tor gefehlt, ja, deswegen. Aber naja, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich würde mich wieder sehr über 10.000 Likes freuen. Ich hoffe, die Animationen haben diesmal gepasst. Das ist Neuland für mich. Ja, deswegen, ich brauche da immer so ein bisschen Zeit. Aber ich hoffe, es hat alles funktioniert und es war gut zu gucken in dem Falle. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Ich wünsche euch eine Menge, ja, Pickler gibt es ja nicht mehr, Spielspaß an der Stelle. Ich bin raus, meine Jungs. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.